Die Geschichte des Leipziger Sports hat seine Anfänge im 15. Jahrhundert. Im Jahre 1498 versammelten sich die besten Bogenschützen aus Leipzig und Umgebung, um ihr Können unter Beweis zu stellen. Das im 16. Jahrhundert unter den Leipziger Fischern beliebte Fischstechen wird im Jahre 1714 von den Stadtoberen genehmigt und somit zur ersten offiziellen Volksbelustigung. Historiker benennen das Jahr 1681 als Ursprung der Pferderennen in Leipzig. Dort, wo auch mit den edlen Rössern gehandelt wurde, auf dem Rossplatz, kämpften nun flotte Reiter um die ersten Plätze. Im Jahre 1863 fand das dritte Allgemeine Deutsche Turnfest in Leipzig statt. Mehr als 150.000 Mitglieder in Turnvereinen gab es zu dieser Zeit. Zwei Drittel von ihnen waren sogenannte praktische Turner. Der Beginn des 20. Jahrhunderts in Leipzig war von der Gründung des ersten Deutschen Fußballbundes geprägt. Hierfür diente das Restaurant Mariengarten. Schon nach 3 Jahren kamen die deutschen Fußballmeister aus Leipzig nach einem Sieg über den DFC Prag.
Nach 16-jähriger Pause nehmen deutsche Sportler im Jahre 1928 wieder an Olympischen Spielen teil. Darunter 9 aus Leipzig. Die 16-jährige Schwimmerin Hertha Wunder ist die erste weibliche Olympiakämpferin der Stadt. Und 1936 bei den Olympischen Spielen in Berlin holen 5 der 9 Leipziger Teilnehmer Medaillen. Gold in Handball und Radsport, Silber in der Leichtathletik und Bronze im Radsport. . 1950 wird die Deutsche Hochschule für Körperkultur und Sport gegründet. Nur 2 Jahre später findet an der Friedrich-Ludwig-Jahn-Allee die Grundsteinlegung für den Neubau der DHFK statt. Nach dem Beschluss zum Bau eines Zentralstadions wird unter Federführung von Chefarchitekt Karl Suratny das Projekt für das Stadion der 100.000 erarbeitet und noch Ende April 1955 mit dem Bau auf dem Gelände der Frankfurter Wiesen begonnen. In den folgenden Jahren entstehen in der Stadt weitere Stadien und Sportstätten. Zahlreiche Sportvereine werden gegründet. Ihre Sportler erringen unzählige Titel bei nationalen und internationalen Wettkämpfen. Keine deutsche Region ist erfolgreicher bei Olympia als Leipzig. Der erste internationale Damen-Tennis-Grand Prix Leipzig fand auf dem alten Messegelände statt. 3 Tage vor Auflösung der DDR können 7.500 Zuschauer den Sieg von Steffi Graf im Einzelfinale gegen Arantxa Sánchez Vicario miterleben. Die Spende des Preisgeldes bildet den Grundstock für die Stiftung des Sächsischen Tennisverbandes zur Förderung des Steffi Graf Nachwuchszentrums. 2002 ist Leipzig einer der 8 Austragungsorte der ersten Volleyball-Frauen-WM. In der Arena Leipzig können dann 2003 die deutsche Damen- und Herrenmannschaft die erste Hallenweltmeisterschaft im Hallenhockey gewinnen. Bei den Fecht-Weltmeisterschaften der Damen und Herren in Leipzig schließlich gewann die deutsche Degen-Herrenmannschaft mit dem Leipziger Jens Fiedler die Silbermedaille und die Degen-Frauenmannschaft Bronze. Leipzig. Eine Heimstatt des Sports mit langer sportlicher Tradition.